Wetter so ansehe, dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo und Verstappen. Perez, Massa, Hülkenberg und Esteban Ocon. Quert, Magnussen, Carlos Sainz Jr. und Grosjean. Alonso, Palmer, Stoffel van Dorn und Lance Stroll. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Thank you.
bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. Die Strecke trocknet ab. Sag Bescheid, wenn du Trockenreifen willst.
zwischen euch. Sie fahren mit alten Intermediates. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen. We'll be right back.
ziehen noch raus. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari.
Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.